Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Microsoft Flight Simulator. Und heute sind wir unterwegs auf dem Airport Road. Keine Ahnung, ich habe wieder den Namen vergessen. Auf jeden Fall ist der Isaoko Road und wir sind hier nahe der indischen Küste. Das ist ein indischer Airport und ich habe gedacht, ach, das sieht doch ganz interessant aus. Weil wir hier halt einfach mitten auf so einer dünnen Inselzunge sind und da vorne ist auch nur so ein kleiner Teil der Insel. Ich weiß nicht, warum man hier so einen großen Airport braucht, aber mir soll es auch so gut kommen. Ich werde versuchen, mit verschiedenen Flugzeugen hier zu landen. Wir steigern uns natürlich im Laufe des Videos und ich weiß nicht, wo der Bremshebel ist. Ja, perfekt. Jetzt sind wir los und jetzt gebe ich Vollgas. Full Power. Upsala. Okay. Bin mal gespannt, wie es jetzt abgeht. Ob das jetzt überhaupt reicht, schon fürs erste Flugzeug. Die Landebahn ist, glaube ich, 4000 Fuß lang. Und ich glaube, wir können abheben. Ja. Sieht gut aus. Also drehe ich doch mal direkt einfach um und versuche jetzt einfach nochmal zu landen. Wir sind wieder lined up, würde ich behaupten. Mit der Landebahn. Sieht alles professionell aus. Glaube ich. Hoffe ich. Ja, perfekte Landung. Doch, wirkt gut, wirkt gut. Und jetzt landen. Stoppen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte nicht driften. Also, mit ein bisschen Tokyo Drift Action sind wir jetzt stehen gekommen. Perfekt, finde ich gut. Finde ich super. Ich würde sagen, erfolgreiche Landung. Wir versuchen es mal mit dem nächsten Flugzeug. Also, weiter geht's. So. Let's go. Full Power. 60. 80. 100. Come on, let's go. 120. 100 Scenery Add-on. Sonst ist der leider nicht von Standard mit dem Spiel drin. Hab den halt gefunden auf einer Internetseite und deswegen hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Okay. Ich bin ziemlich schnell. Holy shit. Oh. Warum leckt es jetzt plötzlich so? Weiß nicht. Das Flugzeug soll aber auf der Landebahn bleiben. Und es ist zum Stehen gekommen. Wir sind stehen geblieben. Wie sieht's aus von außen? Alles noch dran? Yep. Wir müssen sogar relativ schnell zum Stehen gekommen. Weil das Flugzeug war ja eigentlich ziemlich, ja, wie soll man sagen, schnell unterwegs. Dann bin ich circa hier gelandet, glaube ich, oder hier. Hatte mich noch am Anfang zum Glück. Das ging jetzt eigentlich recht schnell. Weiter geht's. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier den A330 stehen. Von. Ich würde sagen, ich drehe mal ganz kurz um mit dem Flugzeug. Denn wir müssen in die Richtung hier starten, logischerweise. Sorry für das nicht funktionierende Cockpit. Ich glaube, das liegt nämlich an dem Fly-by-Wire A320. Ich würde sagen, jetzt geht's los. Holy shit, ist der Scheiß laut. Oh mein Gott. Kein Plan, wie schnell ich bin. Egal, ich schütze sehr schnell an. Ich hebe ab. Oder wie erwartet, dass es funktioniert? Okay. Klingt gut. 158, ja, das passt soweit. Dann schalte ich jetzt mal die Triebwerke runter. Und jetzt Landung. Oh Gott, das hat sich nicht so lange angehört. Ich würde drüben driften. Holy shit.
Dazu eine empfindliche Steuerung. Come on, Brems. Brems. Please. Oh. Der Luftbremsenhebel war die ganze Zeit nicht draußen. Nächstes Flugzeug. Wir sind irgendwie in der 787. Obwohl ich den nicht mal habe. Aber wir hocken auf jeden Fall gerade im A350 drin. Ich würde sagen, ich traue mich jetzt nicht mehr heraus zu switchen, weil die Kamera war irgendwie gerade ein bisschen verbuggt. Egal. Wir starten voll durch. Parking Brake Release. Ich hoffe mal, dass der A350 durch seine starken Engines hier mal ein bisschen, ja, ein bisschen Geschwindigkeit aufbringen kann. Kann ja jetzt circa sehen, wie schnell ich bin. Nein. Okay. Egal. Ich denke mal, ich bin gerade schon recht schnell. Und sollte jetzt versuchen abzuheben. Na. Ah. Ui. Ui. Komm. Steig. Ja. Ich würde mal sagen, gelungener Start. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir schließlich nicht den Boden berührt haben nach dem Start. Oh mein Gott, ich bin immer noch sehr langsam. Ich muss mal was sagen dazu. Ich finde es einfach mega, wie viele Add-ons oder wie viele Flugzeuge es jetzt schon gibt für den Microsoft Flight Simulator. Klar, das ist jetzt nicht das beste Flugzeug, weil ich das auch ein 787-Cockpit hat. Oh Gott, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Hallo? Please? Ja, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass viele Leute eben von den alten Teilen sich dann die Flugzeuge genommen haben und oh mein Gott. Und dann einen Add-on drauf gemacht haben. Auf jeden Fall würde ich sagen, die Landebahn reicht aus. Ich habe zwar ein bisschen was vom Flügel mitgenommen, aber come on. Ich würde sagen, erfolgreiche Landung. Erfolgreich kann es kaum sein. Wir schauen uns mal nochmal das Flugzeug von draußen an hier. So, schick, oder? Schöne A350. Ich glaube, die Triebwerke sind zwar ein bisschen falsch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir sind auf jeden Fall erfolgreich gelandet. In einer relativ schnellen Zeit. Vielleicht haben wir ja ein bisschen mehr als die Hälfte gebraucht für die Landung. Auch wenn sie ruppig war. Ich würde sagen, wir brauchen noch was Größeres. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt langsam mal in Richtung A340 oder so. Kann man machen, denke ich mal, oder? Ja. Ich meine jetzt der A340. Okay, wir hocken drin im A340. Ich glaube, es ist auch ein Project Megapack Flieger. Nee, es ist kein Project Megapack Flieger, aber es ist auf jeden Fall der A340-600 von Lufthansa heute hier. Ich bin mal gespannt, ob das längste Passagierflugzeug nach der Boeing 787-8, die es aber zum Zeitpunkt noch nicht gab, als das Flugzeug rauskam. Deswegen war es eine Zeit lang das längste Flugzeug. Und es ist auch das längste einstöckige Flugzeug, was es gibt. Ich bin mal gespannt, ob der längste Flieger es gebacken bekommt, hier so viel Druck zu entwickeln, dass wir hier schön starten können. Ich halte, sieht ja ganz gut aus. 80 sind wir jetzt, 90, 100, obwohl es könnte ein bisschen schneller sein. Könnte ein bisschen schneller sein. Wird knapp. Wir sollten starten. Wir müssen, okay. Wäre das Wasser nicht gekommen, wäre es, glaube ich, knapp gewesen. Komm, wir schrammen ein bisschen die Bäume. Es tut den auch mal gut, ein bisschen hier einen auf Gärtner zu machen. Okay. Bisschen stabil. Unterwegs. Oh Gott. Oh, ja, noch ein bisschen was von Palmen. Jetzt haben wir auch noch ein paar Kokosnüsse. Aber. Alles in die Bremsen rein. Let's go. Okay. Ich würde sagen, es hat geklappt. Wir sind gelandet. Erfolgreich. Jetzt habe ich, glaube ich, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte, vielleicht zwei Drittel der Landebahn gebraucht. Ich würde sagen, wir brauchen noch was Größeres. Es reicht einfach nicht aus. Es reicht nicht aus. Und ich glaube, starten kann man auch, wenn man auch landen kann. Dann kann man bestimmt auch starten. Aber ich probiere es immer nochmal aus. Komplett von Landebahn beginnen. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt einmal Parkbremsen. Full Power. Hier ein bisschen was von. Schalten wir mal aus hier. Die Triebwerke müssen auf volle Kraft laufen. Und
jetzt release ich mal die Parkbreaks. Okay, jetzt geht er richtig ab. Jetzt merkt man schon, wie er gut abgeht. Aber bitte jetzt auch mal wirklich. Flugzeug, come on, let's go, enttäuscht mich nicht. 120. 130. Hochziehen, hochziehen, come on. Hochziehen. Zieh. Ja gut. So. Erfolgreicher Start, würde ich doch sagen. Okay. Ja, vielleicht reicht nicht ganz, ne? Nicht ganz. Aber fast. Egal, kommen wir. Let's go zum nächsten Flugzeug. Wir brauchen was Größeres. Ich würde sagen, wir gehen direkt ans Maximum. A380. Okay, wir sind im A380 drin. Logischerweise im A320 Cockpit. So. Ihr könnt es sehen. Aua, meine Ohren tun weh. Ich gehe lieber wieder in den Innenraum rein. Fahrwerk ausfahren. Denn wir landen. Okay. Naja, nicht ganz auf der Landebahn. Oh mein Gott. Okay. Erfolgreiche Landung. Zwar in die falsche Richtung, aber. Ui. Ups. Wir sind zwar nicht maximal hinten, aber. Ich würde trotzdem mal sagen, ich gebe mal Vollstoff. 120, 130, hebe ab, hebe ab. Oh Gott. Bitte hebe ab. Das kann zwar nicht realistisch sein. Es ist erfolgreich. Ich würde mal sagen, jetzt kann mir nur noch ein Flugzeug helfen. Antonov an 225. Also, let's go. Hier kann ich nichts bewegen. Okay, egal. Parkbremse setzen. Vollgas. Nein. Lösen, okay. Parkbremse ist gelöst. Hört sich gesund an. Starten. Ich will jetzt nichts sagen, aber ich glaube, ich war nicht erfolgreich. Dieser Flughafen ist einfach unbezwingbar. Habe ich so das leichte Gefühl. Also, ich würde jetzt mal grob behaupten, das war ein erfolgreicher Flug. Was heißt erfolgreich? Bisschen komisch, aber gut, wir haben es geschafft. Jedes Flugzeug ist gestartet und gelandet. Gut, nicht jedes gestartet und gelandet, aber jedes Flugzeug kann hier leider operieren, zumindest in diesen unrealistischen Add-ons. Ich habe auf jeden Fall heute mal ein paar Addons gezeigt. Das war nochmal der Nebeneffekt davon im ganzen Video. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.